Yeah! Und damit, hey ho! Und let's go! Mit Rise auf der Tomb Raider. Das Gebiet geht mir langsam aber sicher auf den Keks. Deswegen gehen wir weiter und holen alles ab, wenn wir mal wieder vorbeikommen. Falls wir wieder vorbeikommen! Mach mir doch keine Angst. Vielleicht kommen wir auch an manche Gegenstände auf dem Weg erst ran. So, gibt es hier noch etwas? Auf der Karte ist ja viel zu sehen. Aber nicht in meinem Radius. Ansonsten hier relativ ruhig. Eine alte Anlage der Sowjets. Hey. Bei denen sie damals die Eingeborenen ja fast schon ein guter Aussichtspunkt, ja, ja. Bringt halt nichts, wenn ich von hinten komme. Da war ja noch gar nicht tot, gell? Na gut, so geht's auch. Hier haben die Sowjets die Eingeborenen unter menschenunwürdigen Verhältnissen arbeiten lassen. Wir haben gesehen, diese kleinen Käfige und Betten. Sie mussten in Minen arbeiten und irgendwas ausgraben, was ihnen sehr wichtig war. Und natürlich nicht die Sowjets haben sollten. Na gut, viel sehe ich nicht. Zum Glück ist noch genug übrig, damit wir hier rumklettern können. Hoffentlich bleibt das auch so. Jedenfalls bis ich hier weg bin. Danach kann es gerne einbrechen. Bloß nicht aufs Dach, da rutschen wir aus. Das hatten wir ja schon mal das Thema. Sehr gut. Unter mir ist nichts, gell? Sieht so groß aus, die Anlage. Yay. Echt, das ist nichts? Na gut, sah so auffällig aus. Eine Truhe nur für mich. Achso. Oh, das hat sich gelohnt. Ein neues Teil einer neuen Waffe. Ja, ein Grab. Oh, was? Ja, toll. Ich hab den da hinten getroffen. Alter, geh doch in Deckung! Geh doch in Deckung! Keiner hat gesagt, steh auf! Toll, und ich schieß wie Toastbrot. So. Ja, triffst du überhaupt von bis hier hin? So. Ich hab hier auch mal was Brennendes. Geht doch. Endlich mal ein bisschen Ruhe. Wie viele sind noch übrig? Ich bin nur noch einer. Hier draußen ist alles okay, gell? Ja. Nein. So. Da oben sehe ich nicht. Ja. Komm schon. Ich tue dir nichts. Stirbst du endlich mal? Danke. Lara bleibt aber noch geduckt. Manchmal braucht sie mehr Zeit. Bin dann trotzdem immer vorsichtig. Ich kann die Seile doch auch hochgehen, oder? Ich weiß nicht welche.
Vielleicht ist das eins davon. Auf jeden Fall hier mal ein Seil befestigen. Da unten war ich aber schon. Ich denke, ich komme da auf kein neues Gebiet. So, und da geht's seitlich hoch. Und da geht's natürlich zu den Trotteln. Wieder eine Menge Wege. Muss ich gucken, wo es lang geht. Ja, mit Materialien bin ich mal wieder voll. Aber Materialien habe ich viel zu viel. Munition brauche ich auch keine. Jetzt die Frage, ist rechts seitlich hoch? Oder hier? Ich müsste doch dann hier irgendwo rauskommen, oder nicht? Ja, hier. Okay, also nur ein optionaler Weg. Gut. Und damit kann ich leben. Ich denke, sonst ist hier nichts. Ich gehe weiter. Aber die Musik ist nicht umsonst. Das war ich mal ausnahmsweise nicht. Der Typ ist nicht durch meine Hand gestorben. Alles bin ich voll. So, schön vorsichtig. Jetzt bin ich wieder hier, oder? Ach so. Nee. Hier hoch? Optionales Grab kann mich mal. Ah, und dann noch eins hoch, okay. Ist das was zum Abschießen? Nein. Diese Herausforderungen wie im ersten Teil, die gibt es in der Form nicht mehr, gell? So, da will ich, denke ich, auch nicht runter. Jedenfalls nicht jetzt. Wie gesagt, ich klappe das Gebiet mal ein andermal um. Gibt viel zu viel hier. Schon wieder geht's hier runter. Das kann man abfackeln. Wenn ich eine Flasche finde, mache ich's. Okay, das war's mit Finden. Na dann. Bye bye. Ups. Bye bye. Sehr gut. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara. Sie müssen da. So viele Krähen. Alle nur für mich. Jacob hat Probleme. Mist. Sie sind schon drin. Ja. Das wäre fast zu einfach. Lass mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Wo sind die? Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja, nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus Griechisch und Mongolisch, glaube ich. Vorsicht, nur die Scharniere. Nicht so einfach. Da, das Ding ist zugeschweißt. Das wird ein Weilchen dauern. Ich will reinschauen, bevor Konstantin hier ist. Schon klar, aber davon schmilzt das Metall auch nicht schneller. Okay, dann erklär du, warum er noch nicht auf ist. Es gibt einen großen Knall. Er ist unterwegs zu den oberen Minenschächten. Die Messwerte aus dem Inneren sind vielversprechend. Aber er schickt seine Leibwache zu unserem Schutz. Shit. Hält er die Gefangenen immer noch für eine Bedrohung? Du hast nicht gesehen, was sie im Gulag gemacht hat. Sie ist eine Bedrohung. Nicht das erwünschte Ergebnis. Ich dachte, dahinter ist ein Generator, der Bumm macht. Wunderbarer Killer. Waren das die einzigen? Ja, ich habe gehofft, das hier macht. Okay, Bum Bum. Kann ich damit was machen? Direkt kann ich es angreifen, okay.
Aber Molotow macht's nicht kaputt. Ist ja mal wieder typisch. Ich suche nach so vielen Sachen und dabei bin ich voll mit allem geladen. Ich brauche ja eigentlich nicht viel. Bisschen was, ja, aber nicht alles. Hier, das brauche ich natürlich immer. Ich dachte jetzt nicht, dass die Party hier abgeht. Wo kam ich her? Ich kann da nicht wieder zurückgehen. Ich habe ein paar Idioten gehört. Gut zu wissen, danke für den Tipp. Ach so, jetzt seht ihr mich. Na, schade. Warum eigentlich nicht mal Gift? Was? Ich habe keine Pfeile? Verarsch mich nicht. Na gut, ich muss ja eh nicht leise sein, von daher. Alter, schieß ich schlecht. Ja, das ist er. Noch jemand? Ja, toll. Granate. Kann ich auch! Granate! Und da ist sogar Gasleck gewesen. Ah, toll. Jetzt hättest du nicht explodieren müssen, liebes Gasleck. So, schnell die Leute plündern. Bisschen was haben sie ja immer dabei. Keine Pfeile habe ich, gut zu wissen. Brauche ich bei offenen Kämpfen jetzt nicht so. Das Feuer breitet sich leider aus. Und? Nein, zu weit geworfen fürs Gasleck. Aber ich habe die ordentlich getroffen, sehr gut. Glück im Unglück. Weltuntergangsthema, ich gucke mich noch ein bisschen um. Hier ist nichts. Was ist das? Nichts. Okay. Alter, mache ich wieder alles kaputt. Ah, toll. Ich gebe dir Feuerschutz. Ich habe Sichtbestätigung. Tötet sie. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Ihr kommt ja auf Ideen. Granate. Ballern die auch? Toll. Ballern die auch? Nee. Toll. Junge. Vielleicht ein bisschen zu viel Granaten. Du machst deine eigenen Leute fertig. Ajo. Hat sie allein getötet. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Wie mache ich das hier nochmal? Vergiften. Ja, Gift wollte ich jetzt aber nicht unbedingt einsetzen. Kann ich nicht noch irgendwas mit denen machen? Bloß Feuer. Ja, wunderbar, hat funktioniert. Sehr gut. Schön taktisch alle besiegt. So, weiter, Lara, du hast hier mir zu viel angezündet. Wir wollen nicht auch drauf gehen. Irgendjemand ballert. Und lass mich raten, wir gehen zum Geballerer. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind sie okay.
Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter dem Zeitplan. Moment, die Kabel hier sind korrodiert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Wenn der Tunnel einstürzt, sind wir hier gefangen. Hey, hier drüben haben wir schwere Schäden. Ich glaube nicht, dass der Tunnel stabil ist. Hey! Jacob! Sophia! Sag sie, Trinity ist hier! Oh Mann, was macht ihr hier für eine Scheiße? Ihr und eure blöden Aktionen. Weg, 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 Lara! Weg! Warum muss immer alles kaputt gehen in deiner Nähe? Jacob! Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Ich glaube, ich kann. Na toll. Okay, ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß, lasst mich kurz mal was versuchen. Hoffentlich geht's Jacob gut. Verdammt, der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Auch wir müssen hier raus. Allerdings bezweifle ich, dass wir sie mitnehmen. Leider habe ich ein Problem. Ich habe keine Pfeile mehr. Die wären hier perfekt. Es gab nirgendwo Pfeile, gell? Hey, Brody, du bist mir viel zu nah. So. Ruhe hier. Die Pistel hat doch Schalldämpfer, gell? Na dann, hasta la vista. Hat funktioniert. Und jetzt du da oben noch weg mit dir. Wenn er einen Helm hat, hoffentlich hilft er ihm nicht. Okay, es hilft ihm doch. Och, komm schon. Warum wirft ihr immer Granaten gleich? Komm schon. Sehr gut. Aber hier schützt weiterhin alles ein. Ich muss die Schalltafel versuchen. So, was sie nicht geschafft haben, das schaffen wir. Hoffentlich.